Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt Tinken. Wir machen ein Überlebens-Survival im Weltall-Abenteuer, in dem wir als Ingenieur in einer kleinen Raumkapsel sind und versuchen zu überleben. Wir müssen die Kapsel irgendwie instand halten mit elektromechanischen Komponenten, Hochleistungskomponenten, und dann versuchen 6 Minuten am Anfang zu überleben. Wir haben noch nicht alle Sachen. Es ist aber eine ziemlich coole Idee. Im Ingenieur ist ja nichts so schwer, und deswegen fangen wir mal an, in einer kleinen Raumstation uns hier Ersatzteile zu holen. Wir nehmen mal hier Datenkabel und Luftfilter mit. Schadet nie. Alles mal in die Raumkapsel werfen. Eine Luftfilter und eine Pumpe tut auch nicht weh. Ja, ja, ich beeil mich ja schon. Ich renne, ich fliege, Baby. Ein paar Sicherungen tun auch nicht weh. Sollen wir noch einen Prozessor mitnehmen? Stromverteiler, Stromwandler. Mega important. Mega important. Wenn die kaputt gehen, was ist? Wo haben wir denn hier noch eine CPU oder so? Okay. Den Hauptrechner können wir dann noch nicht laufen lassen, wenn wir keinen Prozessor haben. Bildschirm nehmen wir auch mal mit. Und, ah, ein Prozessor, geil. So, Zeit ist abgelaufen. Alles, was wir jetzt nicht haben, war es das. Newton, wir haben ein Problem. Wir sind allein im Weltall. So, das ist jetzt unsere kleine Kapsel. Ist ein bisschen am Laden. So, jetzt eine Letter. Wir haben Schwerkraft, das ist gut. Hier kommt gleich ein Zeiger. Das hatten wir vorhin auch. Er hat irgendwie Probleme mit den Rädern gerade. Und wenn der abgelaufen ist, die 5 Minuten oder 6 Minuten, dann haben wir überlebt. Jetzt füllen wir mal das Zeug hier in die Taschen. Jetzt brauchen wir noch Pumpen. Haben wir nur eine Pumpe mit? Oh Gott. Okay. Was ist dann das? Schalter. Warnhinweis. Ja gut, von den Dingern haben wir natürlich genug. Füllen wir den mal hier rein. Und reparieren das, weil das ein Umformer ist, der Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umwandelt. Gar nicht so verkehrt. Natürlich, zum Glück haben wir noch einen Stromverteiler mitgenommen. Damit sollte das passen. Ja, das wird dann nicht gebraucht. Lassen wir das mal hier rein. Falls sie als Ersatzteile. Oh oh. Asteroiden. Ah, Bildschirm. Lassen wir mal hier. Warte, ich habe einen Prozessor und so, ne? Vielleicht können wir den Hauptrechner damit reparieren. Laden. Oh oh, irgendwo kam Funken. So, dann können wir jetzt immer die Fehlercodes lesen, bis der Hauptrechner läuft. Irgendwo ist ein Leck. Okay. Ein Leck ist schlecht. Machen wir den mal zu. Wo ist das Leck? Da ist ein Leck. Oh, oh. Zu, Mann! Okay. Ich glaube, hier sind wir fertig. Oh, ein Ein- und Ausschalter. Ja, läuft. Okay. Wir machen Folgendes. Ganz kurz laden wir... Oh Gott, wo ist das? Ich hör's, da ist wieder ein Leck. Schnell, mach ein bisschen neuen Sauerstoff. Scheiß Asteroiden. Ja, wir gibt gleich Warnmeldung aus. Ja, Sauerstoff. NaB2. Na82. Pumpedefekt. Ja, der sagt Pumpedefekt, weil... Ja, ich weiß. Quittieren. Quittieren! So. Quittieren! Also wir sehen das hier noch. Ja, das sagt auch. Ja.
Aber wir müssen halt die aufladen, ne? Habe ich keine Pumpe drin? Oh Gott! Kann ich ja ewig warten mit dem Aufladen. Okay, jetzt läuft. Seht ihr das? Jetzt lädt er den Sauerstoff auf. Weil wir waren schon leer. Boah, geht der mir um den Sack. Okay, wird ausgebaut. Da ist irgendwo noch ein Summer. Hier, weg. So, jetzt piept das nicht mehr. Nein, das wäre dämlich. Ja, komm, wir wechseln die wieder rein. Sonst ersticken wir gleich. So, aber das sollte jetzt für 5 Minuten reichen. Ach, 1,5 Minuten. Ja, chill mal. Das System müssen wir gerade erst wieder hochfahren. So, wir haben es überlebt. Hauptrechner hätten wir ja auch noch fertig machen können, fast. Was hätten wir noch gebraucht? Sicherung ist kein Problem. Der Stromwandler wäre ein Problem. Nehmen wir einfach hier vom Licht. Dann haben wir alles. Sicherung, alles drin. Go! Bordcomputer lädt. Ich habe erstmal so 2 Stunden jetzt ein bisschen mich eingespielt hier drin. Und mal so, oh, der ist kaputt. Seht ihr das? Die Temperatur ist leicht am Schwanken. Kabeldefekt. Irgendein Kabel ist defekt, okay. Datenkabel. Habe ich denn noch eins? Ne. Jerry? Can you hear me? Ja! It's me! Echt? I'm aboard a rescue ship. We're almost there. Just keep your beacon online a few more seconds, so we don't lose you. We're gonna bring you home, alright? Okay. Wir haben es geschafft. Filter unrein. Oh! Ja gut, jetzt sind wir gerettet. Und darum geht es jetzt erstmal ins Spiel. Also es geht darum, ihr müsst jetzt diese Raumstation irgendwie instand halten und irgendwie aufbauen, damit ihr so lange wie möglich überlebt. Ich habe natürlich ein bisschen was schon geschafft. Wir gehen jetzt in die nächste Mission. Das ist 10 Minuten. Und gucken jetzt mal, ob wir das schaffen. Also die erste war jetzt noch, das ist so ein bisschen Einsteiger, wisst ihr, damit ihr so ein bisschen Zeit habt, das Handbuch einzulesen. Aber jetzt wird es tricky. Wir haben jetzt auch Akkus und die müssen wir als safe mitnehmen. Weil wir noch keine Fast-Charging-Station haben, müssen wir jetzt aufbauen. So, Sicherung. Hab ich ja gesagt, sind wichtig. Wir nehmen direkt Prozessor und Stromwandler mit. Ihr seht, einer war schon zu wenig in der letzten Runde. So, Prozessoren finden wir. Ich weiß wo. Schaffen wir noch einmal hier rüber? Ein paar Bildschirme und so mitnehmen. Okay, go, go, go! Damit können wir ein bisschen was zusammenbauen. Bildschirm. Bist du hier? So, wir haben jetzt hier eine vollwertige Station. Oder noch nicht, aber wir können zumindest jetzt mal frischen Sauerstoff hier reintanken. Wir können die Leere schon mal da reinsetzen. So, dann haben wir das schon mal. Wir haben jetzt Akkus. Ich nehme jetzt erstmal den Notstrom-Akku raus. Weil ganz oft hast du das Problem, dass dann hier irgendwie eine elektromagnetische Unverträglichkeit ist oder irgendwo bricht ein Feuer aus. Und dann sind deine Akkus alle auf einmal leer. Im ganzen verdammten Schiff. Aber du darfst sie nicht überall rausnehmen, weil dann geht, wenn wir nicht mehr genug Strom haben, der Display aus. Und dann sehen wir auch die Fehlermeldung nicht mehr. So. Pumpe.
gerade so gepasst. Glück haben wir noch eine zweite Pumpe eingepackt. Wir haben sogar noch einen Prozessor über. Dann bauen wir das Zeug schon mal in den Hauptcomputer. Huch. Wollte den Einbau nicht wegwerfen. Ey! Stromverteiler. Haben wir nicht mitgenommen. Oh Gott. Die Seite ist soweit in Ordnung. Zum Glück haben wir ein paar Hochleistungsdinger da. Ich hätte sonst jetzt nicht genug gehabt. So, wir haben Stromwandlersicherung, bla bla bla. Stromverteiler haben wir keinen. Und der fehlt uns. Das ist jetzt blöd. Ich habe auch keinen, noch einen Ausschalter. Dann sind wir hier fertig. Wir brauchen nur noch den. Okay, bauen wir das Licht auseinander. Ersatzteillager. Ah, noch ein Bildschirm. Zum Glück haben wir einen Bildschirm mitgenommen. So, Hauptrechner läuft. Guck, wie schnell, weil wir zwei Prozessoren haben. Zwei Prozessoren. Wenn einer Maki geht, haben wir immer noch einen. So, das ist die Reparaturbank. Die läuft nicht. Druckstabilisator ist aus. Ansonsten laufen die Systeme. Gut. Schon mal den Hauptrechner. Jetzt sehen wir nämlich auch die Fehlermeldung hier. Übersetzt. Jetzt müssen wir nicht mehr aus der Anleitung hier die ganzen Codes raussuchen. Wenn das jetzt nicht wirklich eine Herausforderung war. Gut, jetzt müssen wir halt nur mit Nussstromlicht arbeiten, ne? Hört ihr das? Frost. Ja. Frost ist niedriger. Wir müssen Energie sparen. Machen wir mal den Gravitationsgenerator aus. Nicht schlimm. Und da nur keine Schwerkraft. Wenn wir uns irgendwo festhalten können, ist das okay. Und den Hauptrechner machen wir auch aus. Das brauchen wir noch nicht. Ernsthaft? Wir werden sterben. Damit habe ich nicht gerechnet. Eine Pumpe haben wir unten. Und dann brauchen wir noch einen Verteiler. Dann haben wir alles. Kriege ich denn noch einen her? Ich habe den schon von da genommen. Und der Akku ist bald leer. Ja, schade. Ich hätte gerne einen Hauptcomputer gehabt. Aber Sauerstoff geht vor. Einen Ausschalter brauchen wir auch noch. Tja. So. Jetzt müssen wir wieder Sauerstoff kriegen. Ja, seht ihr? Läuft. Wie lange halten die Flaschen noch? Ja, gut, dass wir das noch schnell gesehen haben. Gut, dass wir das gesehen haben, sonst wären wir hier verreckt. So, Akku ist leer. Nehmen wir mal 9.
Das meine ich. Wir haben gar nicht genug Komponenten, um die Fast Charging Station aufzubauen. Also müssen wir jeden Akku, den wir haben, sparen, um hier das Hauptmodul am Laufen zu lassen. Den könnten wir vielleicht auch noch sparen. Den machen wir jetzt Notlicht rein. Sonst haben wir nachher gar kein Licht mehr. Wenn der Eisring weg ist, dann haben wir auch wieder normale Stromleistung. Aber jetzt wird unser Generator erstmal ausgekühlt. Und dann seht ihr das hier. Das Blaue ist das, was wir an Strombedarf haben. Das Rote ist das, was wir erzeugen mit dem Generator. Im Moment laufen wir überall auf Akkuleistung. 2 NOA heißt wahrscheinlich Akkubetrieb. 2 NOA, Systembetrieb, Akku. Ja, sag ich ja. Aber ich kann nicht viel mehr ausschalten. Ich habe ja nur noch bloß Notstrom und ich habe sogar einen Generator ausgeschaltet. Die Sauerstoff- und Stickstoffversorgung müssen wir laufen lassen. Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Stickstoff habe ich sogar ausgeschaltet. So, der ist voll. Den können wir ausmachen. Macht den Braten aber auch nicht fett. Und Temperatur brauchen wir. Sonst erfrieren wir. Schön, ne? Ach, guck mal hier. Der Nebel ist vorbei. Der Eisnebel. Jetzt kommen wir wieder in die Sterne. Das Generator läuft wieder mit vollem Saft. Können wir auch wieder Gravitation anmachen. So. Keine Schwerelosigkeit mehr. Kurze Überlegung. Ja, so machen wir das. Wir bauen den Nussstrom auseinander. So, wie sieht's aus? 9 LOF. Akku schwach. Oh nein! Was hast du? Ach du Scheiße. AR22. Ja, ja. AR22. Filter unrein. Oh Gott! Oh, das war nicht gut. Mal durchgeblasen. Weiter geht's. Was hast du noch? KA22. Gary? Ja. Ja, ich arbeite gerade. Ja. Kapsel CO2 hoch. Just keep your beacon online a few more seconds, so we don't lose you. We're gonna bring you home, alright? Und LOF. Schade, dass hier kein Bildschirm dran ist, dass du sehen kannst, was denn hier der Warnhinweis ist. Aber du kannst ihn ja runterholen. Da ist ein Bildschirm. So, Freunde, die haben wir auch geschafft. Wir haben die ersten beiden Missionen erfolgreich geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gerne liked und abonniert. Und Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Und diesmal überleben wir dann 15 Minuten. Ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Toshi und ciao.